Willkommen auf dem Stand von Audiophysik. Mein Name ist Manfred Diestertich. Ich bin seit gut 24 Jahren zuständig für die Entwicklung der diversen Lautsprechermodelle. Und wir werden jetzt einfach mal ein paar Sachen zeigen, die sehr speziell für unsere Produkte sind und die uns vom Rest der Welt einfach unterscheiden. Die Innovation der letzten Jahre bei uns ist eigentlich die, dass wir daran entwickeln, einen Lautsprecher zu designen im Mitteltonbereich, der die Vorteile eines Magnetostaten mit denen eines dynamischen Lautsprechers verbindet. Möglich ist dieser ganze Aufbau durch die Entwicklung im 3D-Druck. Und wir sind inzwischen in der Lage, mit extrem filigranen, stabilen Tragwerken und hauchdünnen Folien Lautsprecher zu entwickeln und zu bauen, die es in dieser Form bis jetzt nicht gegeben hat. Das Gute dabei ist, da wir die Sachen im Haus entwickeln, wird es für unsere Kunden, die jetzt einen Lautsprecher von Audiophysik kaufen, in 2 bis 3 Jahren möglich sein, dieses Modell auf die neueste Technologie nachzurüsten. Was wir hier sehen, ist das Schnittmodell unserer Avanti, einer der kleineren Lautsprecher der Referenzserie. Man sieht hier schon sehr gut den Sandwich-Aufbau. Wir haben vor gut 15 Jahren ja damit angefangen, eine Kombination aus MDF und Glas beim Gehäusebau anzuwenden. Glasgehäuse waren ja immer sehr verpönt, weil Glas mit High-End eigentlich nichts zu tun hatte. Aber mit diesem speziellen Verbundaufbau mit Glas, einer dämpfenden Zwischenschicht und dem MDF-Kerngehäuse ist das Gehäuse extrem resonanzarm und klingt eigentlich weniger nach Box als viele reine MDF oder andere Materialien oder auch Aluminiumgehäuse. Zusätzlich setzen wir auf verschiedene spezielle Materialien wie Keramikschaum, der zu 85% aus Luft besteht, aber extrem stabil ist. Er besteht aus Silizium, Carbid und man kann damit also Verstrebungen realisieren, ohne Volumen zu verlieren. In Teilbereichen setzen wir auf diese Wabenplatten, die extrem leicht sind, aber trotzdem sehr stabil und resonanzarm. Auf solchen Platten werden teilweise dann auch in den größeren Lautsprechern die Frequenzweichen montiert, um das weiterhin zu entkoppeln. Die Frequenzweichen sind jeweils in einzelnen Lautsprechersystemen zugeordnet. Wir haben spezielle Kondensatoren, Spulen und auch Widerstände für unsere speziellen Chassis. Alle Lautsprechersysteme, die bei Audiophysik eingebaut werden, sind spezielle Entwicklungen. Also wir sind immer noch die einzigen, die mit einem Aluminium-Konus-Hochtöner arbeiten. Auch der Mitteltöner ist Aluminium-Konus und seit einiger Zeit eben auch zentrierspinnenlos. Diese Zentrierspinne, die man normalerweise hat, ist durch eine vorgespannte Sicke jetzt realisiert. Wir haben sehr viele Innovationen, ohne jetzt irgendwie auf exotische Materialien zu setzen. Also ich bin kein Freund von Beryllium, das möchte ich nicht im Wohnzimmer haben. Diamant hat sich mir auch nie erschlossen. Aber das ist eben unsere Philosophie, die sich unterscheidet eben von der von anderen Herstellern. Wir können noch mal kurz zum Programm gehen. Wir haben im Grunde genommen ja 2 verschiedene Linien. Einerseits die Einstiegsserie, die Klassik-Serie, die durch ein Center ergänzt wird, ein On-Wall-System. Den Regallautsprecher Klassik 3, Klassik 8, die sind allerdings in normalen MDF-Gehäusen. Bei Klassik 15 bis 35 sind wir schon bei der Möglichkeit, eben auf diese Glas-Sandwich-Bauweise zu gehen. Und dann geht es weiter nach oben zur Referenzlinie. Die Step und Tempo sind noch quasi so ein bisschen die Klassiker, was die Form angeht. Eigentlich schon seit über 20 Jahren, aber immer wenn wir gesagt haben, wir bauen sie nicht mehr, hieß es, die müsst ihr bauen, also bauen wir sie weiter. Und dann sind wir bei der Referenzlinie mit dem passenden Center, der Spark, die wir seit etwas mehr als einem Jahr haben, die uns vom Erfolg her echt überrannt hat. Und dann geht es weiter mit der Avanti, die wir hier im Schnitt haben, Midex, Codex, Avantera, die nebenan steht und der Cadeas, die ganz großen Medeos haben wir hier nicht drauf. Das ist ein eigenständiges Produkt, eigentlich auch ein Technologieträger und dieses Modell gibt es auch nur in 10 Paar weltweit limitiert. Aber die Technik aus der Medeos wird natürlich dann auch in die kleineren Modelle irgendwann transferiert. Also die Medeos war ja der erste Lautsprecher, der diese 3D-gedruckte Membrantechnologie hat.